Danke, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Auch ich möchte die Generaldebatte in erster Linie dazu nutzen, ein paar Fragen an die Regionalregierung zu stellen. Zunächst einmal zum Stabilitätsgesetz, Artikel 2. Das wurde vorhin auch vom Kollegen Feistenauer bereits angesprochen. Der verlängert den Termin für die Ansuchen bei den Patronaten bezüglich Maßnahmen zur Fürsorge, Vorsorge und Zusatzvorsorge wegen der Notwendigkeit einer breiteren Bekanntmachung im Zusammenhang mit Corona. 900.000 Euro dafür sind zwar nicht die Welt, ich frage mich aber, ob die bisherige Bekanntmachung nicht ausreichend war oder denkt man an neue Maßnahmen? Und hier die konkrete Frage, falls dies so sein sollte, an welche Maßnahmen konkret? Artikel 3, wo es um die regionale Agentur für Justiz geht, von unserer Seite ein klares Nein dazu. Warum nicht eine Agentur für Südtirol getrennt vom Trentino? Der Fehler liegt natürlich bereits im gesetzesvertretenen Dekret Nummer 16 von 2017, welches diese neue Maßnahme vorsieht. Ich hege allerdings die Befürchtung, dass die Autonomiebestimmungen von Proporz und Zweisprachigkeit unter die Räder kommen können und dass die Verwaltung des entsprechenden Personals der Willkür Tür und Tor öffnet. Und auch dadurch, dass der Sitz in Trier errichtet werden soll, käme dies wieder einmal einer Aufwertung der Region gleich, was wir Freiheitlichen natürlich grundsätzlich ablehnen. Es gibt einen weiteren Grund, dass ich dieser Maßnahme nicht zustimmen kann. Punkt 3 von Artikel 3 sieht vor, dass die Ausarbeitung des entsprechenden Reglements ausschließlich der Regionalregierung obliegt. Und damit wäre in meinen Augen das gesetzgebende Organ, der Regionalrat, wieder einmal außen vor, wenn es ans Eingemachte geht. Das ist leider eine Tendenz, die sich inzwischen überall durchsetzt, eine mächtige Exekutive und eine schwache Legislative. Und in einer echten Demokratie müsste dies genau umgekehrt sein. Weitere Fragen bezüglich Benzplan. Da würde mich der aktuelle Stand interessieren, wie sich die Zahlen entwickeln, gerade was die Neueinschreibungen anbelangt, wie sich die Fonds entwickeln, wie viele eingeschriebene Vorauszahlungen beantragt haben, hat hier auch die Corona-Krise darauf Einfluss gehabt und gibt es im Konkreten Unterschiede zwischen dem Trentino und Südtirol. Dann das Thema der Brennerautobahn A22, nachdem in den vergangenen Jahren x-mal öffentlich wirksam eine Lösung bereits verkündet wurde, müssen wir feststellen, dass immer noch Sand im Getriebe ist, beziehungsweise dass eine Lösung nicht vorliegt, dass nur eine Inhouse-Lösung die europaweite Ausschreibung der Konzession verhindern kann, ist seit langem bekannt. Umso unverständlicher ist daher, dass es in der Umsetzung nicht klappen will. Da bei der Inhouse-Lösung die privaten Teilhaber ausscheiden müssen, weiß man ebenso seit jeher. Alles nur eine Frage der Abfertigung der Privaten. Und auch hier hätte ich von der Regionalregierung gerne Antworten auf folgende Fragen. Welche Forderungen liegen seitens der privaten Teilhaber vor und seit wann liegen diese vor? Welches Angebot hat die Brennerautobahngesellschaft gemacht? Wurde diesbezüglich auch eine objektive Schätzung beantragt? Wenn ja, wie sieht diese konkret aus? Welches ist der letzte Stand bezüglich der Haltung der italienischen Regierung und bis wann rechnen die öffentlichen Teilhaber mit einer Lösung? Vielleicht angesichts der Zeit noch zwei, drei Sätze allgemein. Im kommenden Jahr werden es 20 Jahre, dass wir Regionalratsabgeordnete, ehemalige Regionalratsabgeordnete infolge der Verfassungsänderung nicht mehr als Regionalratsabgeordnete, sondern als Landtagsabgeordnete gewählt waren.
Demzufolge liegt das in meiner Meinung nach auch auf der Hand, dass für die wirtschaftliche Behandlung der Abgeordneten endlich die beiden autonomen Provinzen Bozen und Trient zuständig sind und nicht mehr die Region. Es ist unverständlich, dass in dieser Frage die beiden Provinzen ihre Zuständigkeit nicht wahrnehmen wollen. Dadurch sind Kompetenzforderungen in anderen Bereichen auch nicht gerade glaubwürdig. Dass die Zuständigkeit in diesem Bereich bei den beiden Landtagen liegt, belegen auch Gutachten, so mit Sicherheit jenes von Professor Falcon, das in irgendeiner Schublade in Bozen mit Sicherheit, vielleicht auch in Trient verstaubt. Allgemein über die Zukunft der Region ist unsere Position eine sehr klare. Ich denke, wir täten wirklich gut daran, wenn wir uns endlich nicht nur mit dem Ergebnis des Autonomiekonventes auseinandersetzen würden, sondern wirklich auch eine ehrliche und mutige Diskussion führen oder zulassen würden, wie eine Zukunft, wie die Zusammenarbeit der beiden Provinzen in der nächsten Zeit, in Zukunft aussehen kann. Ich denke, es wird immer wieder zu Recht der Politik auch vorgeworfen oder Politikern vorgeworfen, wie weit wir von der Realität der Menschen teilweise weg sind. Und ich denke, dass dies vor allem für die Arbeiten dieses Regionalrates, wie die Arbeiten stattfinden, zutrifft. Und ich denke, dass es schon an der Zeit ist, eine offene Diskussion darüber zu führen, wie wir diese Zusammenarbeit zukunftsfähig und auch modern und angepasst fortführen können. Denn so wie wir die Region bzw. den Regionalrat in den letzten Jahren erlebt haben, ist für uns die einzige Lösung, einen Schlussstrich zu ziehen, den Regionalrat zu schließen und die beiden Landtage sind sicher gewillt, dass man zu themenspezifisch aktuellen Themen eine Zusammenarbeit sucht. Aber auf dieser Ebene, wie wir es erleben, sind wir Freiheitlichen natürlich ganz klar gegen die Auflösung dieses Regionalrates. Weitere Fragen werden sich natürlich noch in der Artikeldebatte ergeben. Derzeit von unserer Seite natürlich kann ich jetzt schon ankündigen, dass wir diesem Haushalt keine Zustimmung geben können. Danke.